So, Kamera läuft. Herzlich willkommen zum virtuellen Frau Hölle Studio, hier dieses Mal in Worms. Ich bin Ruth Lange von Ruth Lange Design und ich freue mich total, heute wieder hier mal dabei zu sein und mit euch kreativ zu werden. Wir werden heute dieses schöne florale Watercolor und Lettering machen. Und wir haben komischerweise Werbung da. So, ich habe hier auf einem anderen Bildschirm noch den Live-Chat, den ich hoffentlich gut mitverfolgen kann. So, machen wir das mal leise. Gut. Okay, also, dann wollen wir loslegen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich zurück nach Bonn, nach Erkelenz, nach wo auch immer ihr seid, Idstein. Freut mich total, dass ihr dabei seid. Und dann wollen wir jetzt mal die Kamera wenden nach unten und dann zeige ich euch mal, was wir alles an Material hoffentlich zurechtgelegt haben, um jetzt gleich kreativ zu werden. So, hi Tanja. Okay, dann wenden wir das Ganze mal. Okay. Hier sehen wir meinen schönen Schreibtisch. Ah, Elvine, tut mir leid, genau. So, okay. Genau, die Sachen brauchen wir. So. Dann zoomen wir etwas ran, dass wir alles besser sehen können. Okay. So, ihr Lieben. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das über den Bildschirm sehen könnt, aber ich habe hier mein Design ausgedruckt. Ich hoffe, das hat bei euch allen ganz gut geklappt. Ich habe das extra auf eine sehr enge, niedrige, ja, den Ton müssen wir auch noch ausmachen. So, jetzt sind wir komplett da. Okay, also das ist sehr, sehr hellgrau, aber ich wollte es gerade so machen, damit wir gut drüber malen können mit dem Aquarell. Also deswegen sehr helles Grau. Und ich habe das hier auf diesem Kerzenpapier von dem Frau Hölle Shop drauf gedruckt. Das hat wunderbar funktioniert. Das ist 200 Gramm. Also das lässt sich sehr gut durch den Drucker jagen. Und das Schöne an diesem Papier ist, da kann man wirklich gut mit Watercolor drauf malen, also mit Aquarellfarben, aber auch mit Pinselstiften, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und heute arbeiten wir eben mit diesem Papier. Dann werde ich die Floral Pocket Box benutzen. Die sieht ja sehr bunt aus, sehr gebraucht. Das hier sind jetzt so die typischen Farben, die ich gerne benutze. Wir werden heute für dieses Lettering und Watercolor hier, wie ihr schon sehen könnt, wir werden etwas Schimmer mit reinbringen, etwas Glanz. Also ihr könnt euch die Farben von den Blumen könnt ihr gerne wählen, wie ihr das machen möchtet. Ich habe mich jetzt auf einen Rosaton, einen Lilaton konzentriert, dann einen Grünton und den Lilaton, den habe ich dann auch mit ins Lettering gebracht. Also je nachdem, was ihr für Farben hier oben benutzt, wäre jetzt mein Vorschlag, dass ihr auch einen Ton benutzt, den ihr mit ins Lettering bringt. Und ich habe jetzt für diejenigen, die die Floral Pocket Box auch mit benutzen, wir haben ja hier oben zwei schöne Schimmertöne, einmal in Gold und einmal in Bronze. Und ich habe jetzt diesen Bronzeton benutzt für Laughs und Flowers, sowie, hier oben könnt ihr das auch sehen, also diese kleinen Beeren, diese kleinen Akzente, die habe ich hier oben auch noch mit reingebracht. Also das könnt ihr mit einer Farbe machen, wie ihr möchtet, wenn ihr diese Floral Pocket jetzt Box jetzt nicht habt, aber wir werden diese Farbe dafür benutzen. So, ansonsten haben wir dann auch noch ein paar Pinsel. Wir werden das Lettering machen mit dem Kumpinsel Nummer 2. Ich gucke mal, ob ich da noch ein bisschen. Nee, will nicht wirklich zoomen. Okay. So, und dann habe ich auch noch jetzt nicht den Kumpinsel, aber wir nehmen dann auch noch einen 5er oder 6er Pinsel zur Hand habt,
Die sind super für diese Blumen hier, weil die Blumen finde ich doch ein bisschen schwierig, die mit dem kleinen Pinsel zu machen. Also wir werden für die großen Blumen den größeren Pinsel benutzen und für eigentlich alles andere benutzen wir diesen kleinen Pinsel. So, okay. Dann werden wir auch noch genau. Ich benutze total gerne, vielleicht habt ihr auch andere Stifte, aber ich benutze total gerne den Tombow ABT N75, so ein hellgrau, für meine Schattenlinien hier im Lettering. Das werden wir also zum Schluss machen. Und wer möchte, wer ganz gerne dann noch Akzente aufs Lettering oder auf die Blümchen setzt in Weiß, kann dann auch gerne noch mit einem weißen Gelstift draufmalen. So, also das sind also die verschiedenen Materialien und Stifte, mit denen wir arbeiten möchten. Und dann werden wir jetzt auch gleich loslegen. Okay, ich lege das mal beiseite. So, als allererstes brauchen wir jetzt ein paar Farben, die wir anmischen. Und unser Wasser, das hole ich mir mal zur Seite. Okay, also ich benutze jetzt ganz gerne einfach die Näpfchen, die ich hier oben habe. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Teller benutzen, wenn ihr möchtet, um eure Farben anzumischen. So, für dieses helle Rosa hier gehe ich ganz gerne, wie ihr sehen könnt, ich benutze diese Farbe sehr gerne. Da male ich jetzt einfach etwas von dieser Farbe hier rein. Die Vorlage, die gab es im Frau Hölle Newsletter die letzte Woche. Und ansonsten könnt ihr die auch noch auf meiner Webseite www.rutlangedesign.de finden. Wenn ihr die jetzt noch schnell ausdrucken wollt, da könnt ihr die noch bekommen. So. Okay. Also, hier mische ich etwas von dem Rosa rein. Und dann mische ich viel, tue ich einfach viel Wasser hier mit rein. Und dann ist das hier das Rosa, was ich gleich benutzen werde. Dann mischen wir auch mal das Lila schon mal an. Ich benutze dafür das Lila hier ganz rechts. So, das ist so ein schönes bläuliches Lila. Wir wollen es aber ein bisschen wärmer gestalten. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich werde mir etwas von meinem Rosa nehmen und werde das hier mit reinmischen. Und versuche nicht das Lila da zu übertragen. Deswegen streife ich hier so ein bisschen das Wasser ab und hole mir etwas mehr Farbe rein. So, und dann wird dieses Lila, das wird jetzt richtig schön warm. Also so ein rötliches Lila, das suchen wir so ein bisschen. Okay. So, das sind also die zwei Töne, die wir gleich für die Blumen benutzen. Das Grün, würde ich sagen, das mischen wir danach an, weil je nachdem, wie lange wir für die Blumen brauchen, ist das Grün dann schon wieder ausgetrocknet. Okay, was auch super handy ist zu haben, ist so ein Zewa-Küchentuch. Wenn wir etwas Farbe abstreichen wollen oder wenn wir auch einfach den Pinsel komplett frei von Farbe haben möchten. So, okay, wir fangen dann hier mit den großen Blumen an. Die großen Blumen, die habe ich euch mit der Vorlage hier drauf aufs Papier gebracht, genau in der Vorlage. Die kleinen Blümchen drumherum, die habe ich nicht, damit ihr euch nicht komplett an die Vorlage halten müsst, sondern da eben auch einfach gucken könnt, wie ihr es gerne am besten macht. Also gut, dann gehen wir jetzt mal ins Rosa rein mit schön viel Wasser. So, und dann zeige ich euch mal, wie ich hier ein Blütenblatt male und dann machen wir alle anderen genauso. Also mit etwas Druck fahre ich nach rechts und komme dann in einem Bogen runter. So ist das linke Blütenblatt schön dick und die rechte Seite vom Blütenblatt etwas schmaler. Dann hole ich mir wieder etwas Farbe und gehe wieder rein und male hier mein Blütenblatt wieder. Und dann kann ich die Farbe, wenn ich möchte, so ein bisschen zur Mitte ziehen. Dann kann ich hier das nächste Blütenblatt ziehen. Also diese dicke und dünne Seite, die muss nicht unbedingt immer auf der gleichen Seite sein.
Und ich möchte zur Mitte hin ein kleines bisschen Platz lassen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich mache das ganz gerne, weil ich dann zum Schluss später auch noch ein paar Punkte reinsetzen möchte. Und das, finde ich, sieht immer ganz schön aus, wenn in der Mitte auch noch ein kleines bisschen Weiß übrig ist. So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne in den Chat reinschreiben. Die Elvine ist dabei, hilft mir, die Fragen zu beantworten. Falls ich irgendetwas übersehe, dann springt sie gerne ein. Und ansonsten bin ich natürlich auch dabei, um eure Fragen zu beantworten. Also ich gucke immer wieder auf den Chat, aber eventuell verpasse ich dann doch mal eine Frage. So, wenn euch das jetzt von der Farbe her noch ein bisschen zu viel ist, zu satt, dann könnt ihr versuchen, noch ein bisschen mehr Wasser in eure Farbe hier reinzubringen. So, dann malen wir die nächste Blume. Also ihr könnt diese Blütenblätter entweder komplett farbig malen oder ihr könnt einfach noch so ein bisschen Weiß dazwischen lassen. Ich finde das immer ganz nett mit noch ein bisschen Weiß dazwischen. Dann ist da noch ein bisschen mehr Kontrast in der Blume. So, und wenn ihr auch hier das Gefühl habt, da ist einfach noch ein bisschen zu viel Wasser, also zu viel Farbe oder Wasser, das sich irgendwo ansammelt, könnt ihr auch mit einem trockenen Pinsel da nochmal drüber gehen und die Farbe abziehen und dann einfach auf eurem Sägeblatt abwischen. So. Okay. Und dann gehen wir an die dritte Blume. So, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Blümchen werden oder auch, ob ihr andere Farben benutzt. Das würde mich auch mal interessieren. Ihr könnt ihr gerne einfach mal einen Daumen hoch in die Kommentare schreiben, wenn alles okay ist, wenn ihr soweit gut mitkommt. Okay, also diese Blumen, finde ich, sind super einfach, aber sehen total cool aus. Okay, super. Also, den ersten Teil haben wir fertig. Wir haben unsere drei Blümchen, unsere drei großen Blumen. Und ich lasse diese Blumen immer ganz gerne etwas antrocknen. Das macht jeder Künstler wieder anders. Aber ich lasse die Blumen immer ganz gerne erstmal ein bisschen antrocknen, bevor ich dann hier die Mitte mache. Weil ich es ganz schön finde, wenn diese kleinen Pünktchen in der Mitte nicht zu sehr in das Rosa verlaufen. Deswegen lasse ich das noch ein bisschen antrocknen. Wir können dann jetzt also auf unseren kleinen Pinsel übergehen. Den machen wir jetzt erstmal gut nass. Und dann werden wir jetzt unsere lila Blümchen malen. Also wir holen uns etwas lila. Ich muss hier noch ein bisschen mehr Wasser dazu tun, weil die Farbe im Moment noch sehr knallig ist. So, und dann orientiere ich mich jetzt ein bisschen an dem, was ich hier gemacht habe. Ich habe mich jetzt so entschlossen, dass ich hier habe ich zwei Blümchen reingesetzt und hier jeweils nur ein Blümchen. Also das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wir wollen jetzt einfach ein paar, aber nicht zu viele von diesen kleinen Blümchen setzen, damit wir auch noch Blätter und Beeren setzen können. Also für alle, die dabei sind, die gerade noch bei der Arbeit sind oder noch keine Zeit haben, direkt mitzumachen, total schön, dass ihr trotzdem dabei seid. Und der Livestream wird ja abgespeichert hier auf YouTube. Das heißt, ihr könnt ihn danach einfach nochmal gucken und gerne mitmachen. Und wenn ihr euer schönes Lettering und Aquarell dann fertig habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne auf Instagram mit uns teilen. Wenn ihr einfach die Frau Hölle und mich mit verlinkt, das wäre super. Dann freue ich mich drauf. So, ich habe jetzt hier ein Blümchen hingemalt. Das gleiche machen wir jetzt hier drüben. Ich mache damit eigentlich fast die gleiche Bewegung wie mit den großen Blumen. Die können sich überlappen, die kleinen Blümchen, müssen es aber nicht.
Ihr könnt auch noch in die Mitte ein bisschen mehr einen Farbtupfer setzen, damit die Blume in der Mitte etwas dunkler ist. Und dann gehen wir hier weiter und malen jetzt hier zwei Blümchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ihr schaut einfach, dass ihr hier so ein fünfblättriges Blümchen habt. Und unten drunter mache ich einfach mal noch eins. Okay, gucken, dass die Blütenblätter einigermaßen rund sind. Und dann haben wir auch schon die Blütenblätter geschafft. Okay, als nächstes wollen wir dann jetzt mal unser Grün anmischen. Zum Anmischen nehme ich ganz gerne doch wieder den größeren Pinsel. Das geht einfach besser und schneller. So, und dafür nehme ich jetzt das Grün, das zweite Grün von unten hier, also ein etwas wärmeres Grün. Und das tun wir mal hier in die Mitte rein. So. Okay. So, hier schön in die Mitte rein. Okay. So, um dieses Grün jetzt ein bisschen lieblicher, nenne ich es jetzt einfach mal, zu machen, also mehr dieses Grün hier hinzubekommen, weil im Moment ist dieses Grün noch recht knallig. Was ich dafür jetzt mache, ist, ich nehme mir etwas von dem Rot, von dem Rosa, was ich hier habe, und dadurch wird mein knalliges Grün etwas wärmer und nicht ganz so quietschig. So. Also hier müsst ihr einfach gucken, dass ihr nicht zu viel Rosa reintut, aber einfach ein bisschen, damit es nicht ganz so quietschig aussieht von der Farbe her. Ihr könnt auch versuchen, ein klein bisschen Lila mit reinzutun. Mal gucken, was das bringt. Also ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu viel von den anderen Farben reintut, sonst kann es sehr ins Bräunliche reingehen. Aber wenn ihr einfach ein bisschen davon, von dem Rosa oder von dem Lila, da reintut, dann wird das ein schönes, warmes Grün. So fast so ein Olivgrün. So, den großen Pinsel kann ich dann wieder beiseite legen. Und dann nehme ich mir meinen kleinen Pinsel, mache den etwas nass und hole mir dann etwas Farbe. So, jetzt können wir einfach hier und da, ich zeige euch nochmal mein Originalbild hier. Wir können jetzt hier und da einfach ein paar von den Blättern setzen. Also hier zum Beispiel zwischen diesen zwei Blüten, dass da ein paar Blätter rauskommen. Hier sind wir auch zwischen den Blumen. Und dann auch auf jeden Fall so ein bisschen zur Seite gehen, dass die großen Blüten nicht das letzte in unserer Ranke sind, rechts und links, und sondern dass wir das Ganze mit Blättern etwas umranden. So, also wir können jetzt zum Beispiel mal hier jetzt anfangen und malen eine Seite vom Blatt. Wir müssen hier jetzt relativ oft ins Wasser und in die Farbe tunken. Und ziehen noch ein Blatt. Und dann können wir noch so einen kleinen Stängel hier unten setzen. So, ich denke, hier können wir sogar noch ein Blättchen malen. So, und immer etwas Wasser holen und dann noch etwas Farbe. Und wir ziehen jetzt einfach hier aus diesen Bereichen zwischen den Blüten, ziehen wir einfach ein paar Blätter. Hier jetzt zum Beispiel auch nach unten gehend. Und weil wir jetzt auch dieses Grün mit dem Rosa, was wir hatten, zum Beispiel gemischt haben, passt sich das Grün auch sehr schön den restlichen Farben an, finde ich. So, dann ziehen wir hier noch eins raus. So, also ihr könnt die Blätter so ein bisschen variieren von der Größe her, von der Form her. Ich ziehe ganz gerne immer noch so einen kleinen Stängel hier. Und da könnt ihr zum Beispiel auch aus diesem kleinen Stängel noch ein zweites Blatt herauskommen lassen. Vielen Dank, freut mich, dass es dir gefällt. So, dann malen wir mal weiter. Huch, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Ah, okay. So, dann malen wir mal hier drüben
Wir wollen es jetzt so ein bisschen nicht spiegeln, aber wir wollen einfach, dass es von der Gewichtung her ähnlich ist. So, ihr könnt auch, also ich als Rechtshänder, das wird jetzt hier nach rechts hin ein bisschen komisch von der Haltung her. Deswegen drehe ich jetzt mal kurz mein Blatt. Und dann kann ich besser hier jetzt noch ein paar weitere Blätter malen. Vielen lieben Dank, Ingrid. Okay, und noch ein paar Blätter hier vielleicht. Und dann die Bereiche, die dann noch frei sind. Also wir haben ja hier und da werden noch ein paar freie Bereiche sein, aber das ist auch ganz gut so, denn wir wollen ja gleich auch noch ein paar Beeren malen. Also wenn jetzt alles mit Blättern voll wäre, wäre es schwierig, da jetzt noch ein paar Beeren mit reinzuquetschen. So. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch nochmal hier und da einfach ein kleines bisschen Grün reintupfen, damit es etwas dunkler wird. Wenn es natürlich schon trocken ist, funktioniert das nicht mehr. Okay, jetzt wende ich das Ganze wieder. So, und dann schauen wir einfach mal drüber und überlegen, wo muss jetzt noch ein Blatt hin, wo ist noch ein freier Bereich. Und ich denke, euch fällt wahrscheinlich auf, dass hier noch so ein bisschen der Bereich ist, der ein bisschen noch ein bisschen kahl ist. Also hier ist noch gar nichts Grünes. Also mache ich hier noch ein grünes Blättchen hin. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass hier schon der Text anfängt, dass ihr da nicht zu sehr rein ins Bild malt, um den Text mit den grünen Blättern zu übermalen. Das wollen wir nicht. Okay, super. Also ich bin damit zufrieden. Ich denke, ich habe jetzt erstmal genügend Blätter gemalt. Wie sieht es aus bei euch? Ich hoffe, ihr kommt gut mit. So, ihr könnt mir gerne immer wieder einen Daumen hoch malen, reintippen, damit ich weiß, dass ihr gut mitkommt. Okay, und dann wird jetzt der nächste Teil sein, bevor wir zu unseren Bronzebeeren kommen, dass wir jetzt noch hier diese kleinen braunen Töpfer reinsetzen wollen. So, dafür hole ich mir jetzt etwas von dem Braun. Das habe ich hier rechts unten. Das ist das zweite von rechts. Die Steffi kommt gut mit, das freut mich. Super, und die Melanie auch. Sehr cool. Gut, also schreibt mir euch ein Däumchen nach oben, wenn ihr gut mitkommt. Und wenn es für euch auch so langsam hier so richtig schick aussieht. Und bei Rahav sieht es genauso aus. Klasse. So, gut. Also einfach etwas von dem Dunkelbraun hier in die Mitte von der Blüte tupfen. Da könnt ihr einfach direkt die Farbe aus dem Topf benutzen. Das ist dann so ein richtig schönes, kräftiges Dunkelbraun. So, sehr cool. Jetzt könnt ihr natürlich auch etwas mit etwas mehr Wasser tupfen. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich hier oben das Dunkelbraun gemacht. Deswegen sieht es hier ein bisschen heller aus vom dunkelbraunen Ton her. Aber ihr könnt auch direkt drauf tupfen. Es kommt halt drauf an, wie intensiv ihr das gerne hättet. Okay, super. Cool. So, wenn wir die Tupfer hier drin fertig haben, dann ist der nächste die Miss Cream and Cookie. Finde ich cool. Ich sehe deinen Daumen hoch. Danke dir. So, das nächste, was wir jetzt machen wollen, ist, wir gehen jetzt hier in unsere Bronzefarbe. So, die müssen wir jetzt erstmal richtig schön mit Wasser aktivieren hier. Also die Schimmerfarben, die brauchen immer etwas länger, bevor die richtig in Gang kommen. Also da ruhig ein bisschen dranbleiben, schön mischen, etwas Wasser nachholen, damit wir hier richtig schön cremige Farbe bekommen und die dann benutzen können. Ruhig noch etwas mehr Wasser dazu, weil wenn die Farbe zu dick ist, dann läuft sie auch nicht ganz so schön auf dem Papier, finde ich. Okay, also, ich habe jetzt hier die Farbe gut angemischt. Und jetzt können wir einfach da ein paar Beeren hinmalen, wo eben noch etwas Platz übrig ist. Also hier muss auf jeden Fall noch etwas hin. Dann haben wir hier ein bisschen Platz, hier unten drunter,
Hier auch auf jeden Fall und hier vielleicht auch noch. So, wie ich das ganz gerne mache, ist, ich male jetzt einfach mal, also man kann entweder mit den Punkten oder mit den kleinen Ästen, Zweigen anfangen. Ich glaube, ich habe da auch keinen Weg, das, also wie ich es immer mache, sondern ich male jetzt einfach mal die Punkte zuerst. Ihr könntet auch rein theoretisch nur Punkte malen, ohne diese kleinen Striche für die Zweige. Das ist euch ganz überlassen. Aber ich male jetzt einfach mal hier und da ein paar Punkte hin, wo Platz ist. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die Punkte dann später so lassen wollt oder ob ihr noch ein paar kleine Zweige dazu malen wollt. So, ich mache die so ganz gerne, dass ich mal Dreier- und mal Zweiergrüppchen setze. So eine Beere ganz alleine sieht ein bisschen verloren aus. Und wenn ich die Beeren jetzt so groß male, wie ich sie jetzt male, dann wären mehr als drei oder vier vielleicht ein bisschen zu viel. Aber da müsst ihr einfach gucken, wie es bei euch jetzt gerade so aussieht. So. Und hier, glaube ich, sollte auch noch etwas hin. Und dann ist jetzt wieder die Frage der Balance. Wenn ihr denkt, dass ihr genügend gemacht habt, dann guckt erst nochmal, ich glaube, hier brauche ich auch noch irgendwas. So, schaut, dass es alles ungefähr in Balance ist, so rechts und links. Und dann, wenn ihr soweit seid und ihr sagt, es gefällt euch, dann könnt ihr jetzt nochmal ein wenig Wasser und Farbe nachholen. Und die Farbe vielleicht sogar, je nachdem, wie viel ihr auf dem Pinsel habt, so ein bisschen abziehen hier an der Seite. Danke, Elvine. So, und jetzt mit einem ganz dünnen Pinselstrich und dünner Farbe oder wenig Farbe könnt ihr jetzt noch so ein paar kleine Striche dran setzen. Dann habt ihr so kleine Beerenbündel. So, ihr geht also einfach zu einer Beere hin. Und dann zieht ihr vielleicht nicht unbedingt aus dem Anfangspunkt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter hoch in die Beere rein. Oder manchmal auch gar nicht verbunden, weil es sozusagen die Verbindung hinter der Blüte sitzt. Das kann ja auch sein. So, vielen Dank, Marion. Also für diejenigen, die jetzt gerade dazukommen, das Live hier wird ja abgespeichert und wird hier auf dem Kanal von Frau Hölle sein. Das heißt, ihr könnt es auch gerne, wenn ihr später ein bisschen Zeit habt, das Ganze einfach nachholen und auch selbst malen. So, also wir verbinden im Moment jetzt einfach die Beeren mit ein paar kleinen Strichen. Ich male nicht ganz zur Blüte hin und lasse ein bisschen einen Freiraum. So. Also hier ist jetzt irgendwie noch so ein komischer Platz. Das heißt, ich möchte da, glaube ich, noch ein Blättchen hinsetzen. Da muss ich gucken, dass ich wirklich meine Farbe, meine Schimmerfarbe gut auswasche. Bevor ich jetzt nochmal mit ein bisschen Wasser in mein Grün reingehe. Und dann kommt hier jetzt einfach noch ein Blättchen hin. Also insofern ist es immer ganz gut, noch ein bisschen Farbe übrig zu haben, für den Fall, dass man so gegen Schluss doch nochmal denkt, hier fehlt irgendwie was, da möchte ich jetzt doch noch irgendwie das eine oder andere Element hinsetzen. Und dann ist es ganz gut, wenn ihr davon noch ein bisschen Farbe habt. So, was mir jetzt auch gerade noch auffällt, ist, dass unsere kleinen Blümchen, die wollen auch noch einen kleinen
eine kleine Blütenblumenmitte haben. So, das heißt, ich hole mir jetzt gerade noch ein bisschen von meinem Braun und dann tupfe ich jetzt hier auch einfach noch ein paar kleine dunkelbraune Pünktchen rein. Dann haben diese Blüten auch noch eine Mitte. So, super. Okay, den Pinsel waschen wir jetzt gut aus. So, jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir nämlich an unser Lettering. Die Blüten sind soweit fertig. Wir machen gleich mit unserem kleinen Pinsel weiter. So, einfach nur mal kurz jetzt zu den Farben und generell zum Lettering. Je nachdem, vielleicht habt ihr noch nicht allzu oft gelettert oder vielleicht ist es auch das erste Mal. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob das jetzt euer erstes Mal ist, dass ihr mit einem Pinsel lettert. Bei einigen, also einige machen das mehr als andere. Es ist relativ simpel, aber man kann nicht ganz so schnell schreiben mit einem Pinsel wie mit einem Pinselstift. Ja, genau, das erste Mal mit Pinsel. Also, dann wisst ihr ja wahrscheinlich schon die Basics vom Lettern, insofern, dass alles, was runtergeht, einen dicken Strich bekommt. Ich hole mal mein Blatt hier. Also wenn wir gleich Earth schreiben, geben wir etwas mehr Druck auf den Strich nach unten, dass die Linie dicker wird. Und dann alles, was dann wieder hoch geht oder was horizontal ist, das malen wir eher dünn. Also hier bei dem E zum Beispiel, die Linien, die werden dünn gezogen. Bei dem A male ich dick nach unten und dünn nach oben. Also nur so zum Generellen. Und ansonsten können wir auch, wie gesagt, nicht ganz so schnell lettern. Was wir jetzt brauchen, ist unsere Farbe. Also ich werde jetzt die Worte Earth und In, die werde ich in Lila malen. Ihr könntet natürlich jetzt genauso gut die Farbe von euren großen Blüten nehmen. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, mein Lila von den kleinen Blüten zu benutzen. Und dann werden wir, oder werde ich, je nachdem, ob ihr die Farben auch zu Hause parat habt oder nicht, werde ich dann Laughs und Flowers, werde ich dann mit diesem schönen Schimmerton malen. Okay, also Lila kommt her und wir gehen jetzt langsam vor und malen direkt über die Mitte von der Vorlage, dass die sozusagen hier drunter verschwindet. So, und hier können wir auch nochmals drüber malen. Also am Anfang müsst ihr wahrscheinlich vielleicht ein bisschen experimentieren, um zu sehen, wie dick ihr eure Linie haben möchtet. Und man kann mit dem Pinsel, was auch super ist, auch mal hier und da kleine Korrekturen machen. Okay, also einfach rantrauen, Linien ziehen, schaut, dass eure dünnen Linien ungefähr alle gleich dünn sind und eure dicken Linien alle ungefähr gleich dick sind. So, jetzt bei dem A kurz aufpassen, für diejenigen, für die das jetzt neu ist, mit Pinsel zu lettern. Ich fange mein A so ungefähr in der Mitte an und ziehe dick nach links unten weg. So, hier, das kann ich jetzt noch ein bisschen schöner nachziehen. Und jetzt ziehe ich nach unten rechts von oben runter. Mit dem Pinselstift würden wir jetzt schieben, aber mit dem Pinsel, also Pinselstift schieben, aber nur mit dem Pinsel, ist das, finde ich, recht schwierig. Deswegen ziehe ich ganz gerne lieber runter. Also das heißt, wir müssen die Buchstaben müssen wir so ein bisschen stückeln, die wir sonst mit einem Pinselstift komplett in einem malen könnten. So, hier ziehe ich auch wieder die unschönen Linien nach. Und dann geht es nach oben. So. Ist es ein Problem, wenn wir eine andere Farbe den Buchstaben machen? Nee, überhaupt nicht. Also ihr seid da wirklich komplett frei. Sucht euch einfach die Farben aus, die ihr gerne benutzen möchtet. Ihr könntet auch rein theoretisch. Also bei meinem ersten Versuch hatte ich zum Beispiel Flowers in komplett verschiedenen Farben gemacht. Mein Gedanke so ein bisschen war, Blumen haben verschiedene Farben, also mache ich
Flower ist auch komplett in verschiedenen Farben, aber ganz ehrlich, bei mir sah das zumindest nicht ganz so toll aus. Und ich fand das mit dem Schimmereffekt dann wesentlich schicker. Deswegen habt ihr diese Variante zu sehen bekommen. So, okay. Also benutzt Farben, wie ihr möchtet. Und jetzt eine Kleinigkeit, die ich jetzt hier gemacht habe bei diesem Lettering. Normalerweise würde ich jetzt ins H mit einer Schlaufe reingehen und beim L auch. Aber einfachheitshalber könnt ihr auch genauso gut die Schlaufe lassen und einfach mit einem dicken Strich nach unten dieses H malen. So. Und dann geht es hoch und wieder runter. Natürlich soll es beim Runtergehen wieder dick werden. Es kann sein, dass in diese Kurve reinzumalen nicht ganz so einfach ist. Das heißt, auch hier müsst ihr ein bisschen nachmalen, dass es auch schön ordentlich wird. Und dann geht der schmale Strich hier nochmal hoch. So, das Ganze muss noch ein bisschen weiter runter, finde ich. Also das ist wirklich das Tolle am Pinsel, dass man hier wirklich schummeln kann und das Ganze so nachziehen kann und bearbeiten kann, bis man findet, dass es fertig ist und gut aussieht. So, wie ist das erste Wort bei euch geworden? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Könnt gerne wieder einfach einen Daumen hoch reinklicken oder kurz schreiben. So, und dann malen wir, weil wir gerade die Lila am Pinsel haben, malen wir auch gerade mal das Wörtchen in. So, das in, ich hole es gerade mal. Überraschend gut, das freut mich. Super. Glamourell und auch Steffi, wunderbar. Daumen runter, oh nein! Miss Cream und Cookie. Du kannst gern. Okay, puh. Jetzt hatte ich kurz Angst und überlegt, wie ich dir helfen kann, so von der Ferne. Aber wenn es doch einigermaßen ganz gut ist, freue ich mich. Okay, also das in, das Wörtchen in, weil als ich das hier geschrieben habe, habe ich gemerkt, okay, ich habe hier Platz und ich habe hier Platz. Aber wenn ich jetzt hier mein in reinquetsche, dann ist hier eine gähnende Leere. Und deswegen habe ich mich entschieden, mein in auf i und n rechts und links von diesem g zu machen. Also gut. Ah, okay. Von wegen Sprenkel später machen. Sprenkel später machen ist, wenn man hier und da vielleicht irgendwie mal einen kleinen Patzer hat, eine gute Idee. Was ich aber auch gefunden habe, und das passiert mir auch immer wieder, Leute, ist, dass falls ihr mal irgendwie, was weiß ich, ihr habt ein bisschen Farbe am Finger und kommt damit auf euer Papier, dann nehmt einfach ein bisschen frisches Wasser. Also der Pinsel sollte wirklich sauber sein, frei von Farbe. Und dann nehmt ihr einfach etwas Wasser und malt da drüber. Das heißt, die Farbe wird dann immer, die löst sich sozusagen auf. Und also man kann es nicht komplett wegradieren oder wegkriegen, aber die Farbe wird so, so hell, dass man sie kaum sehen kann. Und ansonsten könnt ihr immer noch das Ganze photoshoppen, bevor ihr es in Instagram reinsetzt. So, so viel zu meinen Tipps, wenn irgendein Patzer passiert. Okay, gut. Ich nehme wieder meine Lina auf. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Wörtchen in so ein bisschen gestückelt habe. So, also das I besteht eigentlich nur aus einem großen, dicken Abstrich. Und dann malen wir noch das N hier rechts. So. Also das hier sind jetzt so ein bisschen mehr Blockbuchstaben. Und weil ich das I jetzt so dick gemacht habe, muss natürlich das N auch ein bisschen dicker werden. Wenn ich solche Blockbuchstaben machen möchte, dann male ich erstmal ganz normal mit einer schmalen Linie den Buchstaben und dann könnt ihr den einfach etwas nachdicken. Passt nur auf, dass ihr nicht zu viel nachdickt, dass der Buchstabe zu dem anderen auch noch immer gut passt. So. Okay. Und dann kommt rechts und links noch ein kleiner Strich.
das ist ein sehr, sehr simples Schmuckelement, sage ich jetzt einfach mal. Aber es hilft so ein bisschen rechts und links noch freie Plätze so ein bisschen, also was ansonsten einfach noch weiß geblieben wäre, noch ein bisschen zu füllen. Okay, dann sind wir mit der Lila erstmal fertig. Das heißt, ihr könnt den Pinsel auswaschen. Und jetzt müssen wir wieder unsere Bronze oder eure andere Farbe, die ihr benutzen möchtet, die müssen wir jetzt aktivieren. Okay. So, jetzt bitte, bitte Vorsicht. Wir wollen jetzt zwischen diesen zwei Wörtern malen und mein Inn zum Beispiel ist noch sehr, sehr nass. Also setze ich meine Hand rechts daneben und mache den Pinsel etwas länger und fange dann an, mein L zu malen. Also schön aufpassen, dass ihr jetzt mit der Hand nicht auf euer Inn kommt. So. Und wenn hier eure Linie nicht ganz so schön aussieht von dem L, könnt ihr das auch noch seitlich drehen und einfach schön nachziehen. Hey, cool, Barbara, freut mich. So, oder ihr könnt natürlich auch eure Hand unter das Inn machen. Also versucht einfach die beste Position für euch zu finden, dass ihr nicht mit der Hand auf das Innen kommt. So, ich glaube, ich muss mein L nach oben ein bisschen länger ziehen. Okay. So, ihr erinnert euch an das A, was wir oben bei Earth gemalt haben. Genauso gehen wir jetzt hier auch vor. Wir fangen oben an. Und ziehen dann schmal nach rechts unten weg. Und alles, was vielleicht nicht ganz so toll geworden ist, einfach schmal mit dem Pinsel nachziehen. Das hört sich auch gut an. Ich bin mal gespannt. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eure fertigen Watercolor-Lettering-Ergebnisse einfach auf Instagram auch teilt, damit wir die alle sehen können. So, also bei den Schimmerfarben braucht man immer ein bisschen mehr Wasser, weil die halt auch recht schnell trocknen in ihren Näpfchen. Also da einfach immer wieder ein bisschen Wasser zu mischen. Ich finde, es gibt so einen schönen Kontrast zu den anderen Farben. Da einfach noch so ein bisschen eine Schimmerfarbe dazwischen zu haben. Also nehmt euch hier ruhig Zeit für das Lettering. So, und jetzt sind wir hier vorsichtig. Zwischen dem In. Deswegen male ich da jetzt auch ganz bewusst einfach mit der Spitze hier mein G. Und weiter geht's. So, hier ähnlich wie hier oben, male ich das Haar wieder ohne Schlaufe. Also wenn ihr einmal anfangt, ohne Schlaufe in einem Lettering zu malen, dann finde ich, sollte das auch durchgängig so sein. Das heißt natürlich nicht, dass ihr immer so malen müsst, aber einfach jetzt hier in diesem einen Lettering habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ohne Schlaufen zu malen. Also ziehe ich das auch bei ganzen Buchstaben durch. Bei dem L, bei dem H.
Andere Buchstaben haben wir jetzt gerade nicht mit Schlaufe. Mit oberer Schlaufe. So, und das S zum Schluss, das müssen wir auch so ein bisschen stückeln. Also ich mache den Bogen nach unten und dann setze ich sozusagen das Häkchen hier unten dran und dann das Häkchen hier oben dran. So. Cool. Vielen lieben Dank. Freut mich, dass es euch gefällt. Ich hoffe, euer sieht auch gut aus, dass ihr damit auch zufrieden seid. So, dann haben wir jetzt das Loves geschafft. Dann gehen wir jetzt noch an Flowers. Da gehe ich jetzt ganz vorsichtig mal hier hoch. Ja, als Linkshänder ist es tatsächlich immer etwas schwieriger. Aber das kann bei dir wirklich genauso schön aussehen. Also gerade was Handlettering mit Pinselstiften angeht, da kenne ich wirklich einige. Als ich mit Handlettering angefangen habe, einige Amerikaner, die Linkshänder sind, die so, so toll lettern. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es ist, als Linkshänder mit einem Pinsel zu malen. Aber das ist tatsächlich, du musst da einfach gucken, wie du am besten deine Hand halten musst, damit das funktioniert. Und da kann man auf YouTube, wenn man einige Künstler kennt, die Linkshänder sind, die einfach mal beobachten, wie die damit umgehen und mal das ein oder andere ausprobieren. Aber es ist schwierig, ja, das ist es. So, bei dem F gehe ich immer ganz gerne noch so ein bisschen hier, als ob die Schlaufe nach links zieht und dann ziehe ich sie nach rechts weg. Und natürlich muss das ja auch geschlossen sein. So. Oh nein! Das Wasser ist in dein Bild gekippt. Oh Mann, das tut mir so leid. Ich habe schon mal kurz vor Schluss, ist mir irgendwie der Pinsel aus der Hand gefallen. Das war auch blöd. So, hier ist wieder unser L als ein dicker Strich, der nach unten geht. Das O habe ich jetzt etwas kleiner hier gemalt. Also man kann hier wirklich richtig schön fein malen, wenn man so einen Zweierpinsel benutzt. Also ein Dreier würde wahrscheinlich auch noch gehen, aber ein Zweierpinsel ist wirklich schon eine tolle Größe, um hier die schmalen Linien von einem Lettering ziehen zu können, aber auch richtig schön breit malen zu können. Das kann man auch sehr gut mit diesem Zweierpinsel und ansonsten, selbst wenn man jetzt nicht genau die Breite hinkriegt, die man gerne möchte, kann man das mit dem Pinsel immer wieder nachziehen, bis man die richtige Breite hat. Also es dauert halt wesentlich länger, als jetzt mit einem Pinselstift zu lettern, aber es kann genauso gut werden. So, ich hoffe, ihr seid auch alle gerade so konzentriert wie ich hier. Das ist überhaupt kein Problem, Raf, wenn das
Wenn das mal schief geht, genau, einfach wieder von vorne anfangen. Also retten, was man retten kann. Und wenn es nicht zu retten geht, dann halt einfach nochmal von vorne anfangen. So. Erzählt doch mal, was ihr gestern an eurem freien Tag gemacht habt. War irgendjemand wandern? Wir hatten ein richtig schönes Frühstück draußen auf der Terrasse im herrlichen Sonnenschein. Das war toll. Aber zum Wandern war ich dann ehrlich gesagt zu müde. Dafür waren wir heute wandern. So, fast sind wir fertig mit unserem schönen Ess hier. Also das ist wirklich etwas, was man mit dem Pinselstift zum Beispiel gar nicht machen kann. Ist so stark hier und da irgendwelche kleinen Dinge noch ändern. Das schafft man mit einem Pinselstift gar nicht. Das schafft man nur mit einem Pinsel. Spazieren im Regen und Livestream geben. Cool. Sehr schön. Okay, Leute, unser Lettering ist jetzt erstmal fertig. Ihr könnt jetzt entweder noch ein paar Spritzer setzen, wenn ihr das gerne möchtet. Ansonsten sind wir mit dem Watercolor erstmal fertig. Ne, sind wir noch gar nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Eine Kleinigkeit habe ich gerade vergessen, wo ich hier drauf schaue. Vielleicht fällt euch noch etwas auf, was ich hier oben bei den Blumen gemacht habe. Die Blumen, die wollte ich nämlich ganz gerne auch so ein bisschen hervorheben. Und deswegen habe ich den auch so ein bisschen von dem Bronze hier noch mit drauf gesetzt. Also das könnt ihr machen, wenn ihr möchtet. Oder ihr könnt das aber auch mit einem Gelstift machen. Ist, dass wir jetzt noch ein paar Akzente setzen. Also gehe ich nochmal kurz hier in meinen Bronze rein. Und ich male jetzt einfach so ein bisschen hier in diese Blütenblätter. So ein paar kleine Halbmonde mache ich da jetzt so rein. Einfach so als kleinen Akzent. Die Manuela schreibt, ich habe mein Flowers jetzt mal von hinten nach vorne geschrieben. Super, genau. Also wenn ihr eine Vorlage habt oder es auch mit Bleistift zum Beispiel vorschreibt, dann wisst ihr ja ganz genau, wo ihr auch lettern möchtet, wo ihr das mit dem Pinsel nachziehen möchtet. Das heißt, vielleicht ist das sogar eine gute Idee, wie Linkshänder da vorangehen können, wenn sie da einfach ihrer Vorlage folgen. So. Ich mache jetzt einfach hier und da noch ein paar Highlights mit dieser Schimmerfarbe. So, dann leuchten die Blümchen mich auch so ein bisschen. Letter mit dem Pinsel macht ja mehr Spaß als mit den Stiften. Eule im Schlafanzug, das freut mich. Dann kannst du ja öfters mal damit lettern und das mit Blumen verbinden oder auch ohne Blumen in verschiedenen Farben. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise auch zu lettern. Ist mal was anderes. Und was ich halt richtig cool finde, was Pinselstifte halt nicht hinkriegen, sind diese Verläufe, die man eben beim Watercolor hinbekommt. Das finde ich immer richtig schön. Gut, okay, jetzt kommt der Pinsel aber mal zur Seite. Und jetzt, das ist optional, könnt ihr, wenn ihr einen habt, wenn ihr das gerne möchtet, mit einem Hellgrau können wir jetzt noch ein paar Schattenlinien ziehen.
So, ich habe das jetzt hier bei diesem Lettering auf der rechten Seite gemacht. Das kann man nur ganz fein erkennen. Weil das hier ein hellgrau ist, finde ich auch richtig gut, was ein sehr, sehr helles Grau ist. Also das heißt, es fällt nicht arg auf, sondern einfach nur ein bisschen und gibt einen leichten Schatten. So, also ich male jetzt mal meinen Schatten auf die rechte Seite und male auch wirklich vorsichtig, wo ihr die Hand platziert, dass ihr nicht auf euer Lettering fallt, ne? Und dann hier oben bei diesen Strichen auch einfach noch kleine Tupfer. So, also das Earth, das, was wir in Lila gelettert haben, das müsste auf jeden Fall jetzt trocken sein. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht Angst haben, dass wir da irgendwie etwas mit unserem Pinselstift jetzt hier verschmieren. So, jede Linie, egal ob sie dick oder dünn ist, bekommt rechts eine Schattenlinie. So, das Innen mache ich dann auch. Falls doch mal irgendwie etwas Farbe von einem Watercoloring auf euren Pinselstift kommt, dann könnt ihr den genauso gut auf eurem Zebra hier so ein bisschen abmalen, damit die Farbe abgeht. So, und jetzt malen wir vorsichtig bei dem Laughs entlang. Und dann zum Schluss bei Flowers. Also malt langsam und vorsichtig. Damit ihr sehen könnt, nämlich, falls da irgendwie Farbe noch auf den Pinselstift kommt, dass ihr sie früh genug bemerkt und abmachen könnt. Also rein theoretisch könntet ihr selbst diesen Teil mit Pinsel und einem sehr wässrigen Grau machen. Das würde auch gehen. Schneller und etwas kontrollierter ist es halt dann doch mit so einem Pinselstift, finde ich. Deswegen mache ich diesen Teil ganz gerne mit dem Pinselstift. So, 5 Minuten haben wir noch. Dann nehme ich jetzt einfach mal meinen weißen Gelstift und statt jetzt irgendwelche Linien reinzuziehen, male ich jetzt einfach mal hier und da ein paar Punkte rein. Weil dekorieren können wir ja, wie wir wollen, ne? Also ihr könnt da Striche reinmachen oder auch ein paar Punkte. Ich denke nur auf dem... auf der Schimmerfarbe wird das Weiß wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, weil das einfach eine andere Beschaffenheit hat. So. Okay, cool. Es ist fertig. Es ist fertig. So, was ihr jetzt hiermit machen könnt, ist, ihr könnt das entweder noch etwas kleiner schneiden. Also hier habe ich das zum Beispiel ausgeschnitten, damit das so ein bisschen quadratisches Bild ist. Ihr könnt das gerne aber auch einfach hier als A4 lassen, es einrahmen. Es gibt zum Beispiel auch diese richtig coolen magnetischen Posterrahmen. Die kriegt man zum Beispiel in einigen Drogerien oder anderen Läden. Und damit kann man auch hier oben und unten solche Hölzer, da sie magnetisch sind, das Blatt dazwischen festklemmen. Und dann kann man sich das auch schön an die Wand hängen. Also das sind ein paar Sachen, die ihr mit eurem Bild machen könnt. Freut mich, dass es euch gefällt.
Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie schnell noch in den Chat, dann beantworte ich sie euch gerne. Hier ist noch die Frage, wo bekommt man die Palette her? Also wenn du hier die Farbpalette meinst, das hier ist die Floral Pocket Box von Frau Hölle und Van Gogh. Die könnt ihr im Frau Hölle Shop kaufen. Und wie ich die Farben gemischt habe, falls jemand erst das später dazugekommen ist, das zeige ich auch am Anfang. Also schaut euch den Livestream gerne nochmal an, wenn ihr das gerne nochmal machen möchtet oder wenn ihr später dazugekommen seid. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Es hat Spaß gemacht mit euch. Und ich freue mich, wenn ihr auch euer fertiges Bild mit uns teilt, auf Instagram und einfach die Frau Hölle, Frau Hölle Studio und auch mich als Ruth Lange Design verlinkt. Dann kann ich das auch sehen. Ich switche gerade nochmal um. Moment. Schwupp. So, dann könnt ihr mich jetzt auch nochmal kurz sehen. Schön, dass ihr dabei wart. Liebe Elvine, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim Kreativsein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.